Hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute auf diesem Kanal von gleich. Heute spielen wir den Akinator. Erklär mal, was ist das? Der Akinator ist ein Flaschengeist, der du kannst jetzt einfach an irgendwen denken und dann musst du Fragen beantworten, ehrlich beantworten, und dann findet der Akinator raus, an wen du denkst. Ich würde sagen, Herr Gleich fängt einfach mal an. Ich fange einfach mal Ja. an. Okay. Ja. Lebt deine Figur wirklich? Muss jetzt mal sagen, was ist deine Figur? Meine Figur ist jetzt Albert Einstein. Okay, ja. So, und eigentlich lebt er nicht mehr. Er ist ja tot. Ja. Also eigentlich ist es nein. Ja. Also das leckt voll. Nein. Ja. Nein. Nein. Ja, nein, nein, ja. Albert Einstein kommt aus Deutschland, ja. Nein, nein. Was ist deine Figur? Ja. Was? Ein Wissenschaftler? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, stopp, stopp, bevor du jetzt weiterklickst. Ein Wissenschaftler bei FC Bayern München, also bitte Akinator, welcher Wissenschaftler spielt beim FC Bayern München? Okay, also hat deine Figur verstrubbelte Haare? Ja, dann weiß es. Nein. Was? Vertretungslehrer? Oh, das weiß ich nicht. Ja, tatsächlich, er hat es hinbekommen. Ach, nee, 383.000 Mal gespielt. So, dann würde ich sagen, ich nehme jetzt einfach mal. Boah, das ist schwierig irgendwie. Das ist schwierig. Boah. Ich nehme Marshmallow. Marsch, was Kennst du Marshmallow? nicht, oder? Wer soll denn das sein? Das Marshmallow kenne ich zum Essen und kannst du, was weiß ich, über, Das ist kannst du ein grillen. DJ, Papa. DJ Marshmallow. Wer soll denn das sein? Okay. Nein. Okay, ich bin da raus. Nein. Ja. Nein. Kennt er doch nicht. Nein. 24 Millionen Abonnenten auf YouTube. Kennt er trotzdem nicht. Doch. Nein. Niemals, niemals findet er Nein. das aus. Nein. Ja. Nein. 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 Eigentlich. Nee. Ist nicht bekannt. Wie du kannst, weißt du immer, wie Jupp. der aussieht oder was? Jupp. Hat eine Figur einen Schnurrbart? Nö. Nein. 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 Ah, da! Verbessern? Doch. Ja. Ja. Was? Ja. Willst du mich verarschen? Ich habe recht. Ja, mach mal los. Okay, jetzt pass auf, den kriegt er nicht. Den kriegt er nicht. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, Okay. ich muss mir das mal kurz überlegen. Ja. Lass mal kurz was überlegen. Den kriegt er niemals raus. Okay. Wen? Rasputin. Wer ist denn Rasputin? Rasputin. Rasputin kennst du nicht? Nö. Es war ein in Russland damals ein Wunderheiler gewesen, auch Hellseher so ein bisschen kann man sagen. Und er hat wirklich Ja, weil das ist ja doof, wenn er den nicht kennt. den Rasputin ist mega bekannt. Da gab sogar ein Lied früher, Rasputin. Rasputin ist wirklich Ja. bekannt. So, aber den kennt er mit Sicherheit nicht. So, ja, Rasputin wurde mit Sicherheit älter als 36. Ja. Nein. Rasputin kam nicht aus Österreich. Ah, nein. Oh ja. Nein. Sicher? Nein, Rasputin war nicht dick.
Nein. Na, nein. Ja. Also du das nicht weißt. Der ist nicht länger als 100 Jahre tot. Ja gut, es ist jetzt, das war ja so um die Jahrhundert. Das ist die Frage, das war so um die Jahrhundertwende. Es kann schon sein, dass da. Ich weiß nicht. Warte mal, Rasputin? Nee, der ist noch nicht über 100 Jahre tot. Das glaube ich nicht. Sag ja, ich weiß nicht. Sag, ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht, mache ich. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, ich. Nein, war nicht in der Politik. Wissenschaftler, nein. Oh ja, oh ja. Oh ja. Oh ja, der kommt drauf, der kommt drauf. Rasputin, leck mich! Gibt's doch nicht! Krass, Alter! Okay, warte mal, Okay. jetzt muss ich mir echt was. Okay. Wen könnte er denn nicht kennen? Michael Jackson. Naja, also wenn er Rasputin findet, dann findet er auch mit Sicherheit. So, Ich jetzt wird's nehme. schwierig. Boah, das ist schwierig. Was nehme ich denn jetzt mal am besten? Ich weiß, was ich als nächstes nehme. Ich nehme. Ich weiß, was ich als nächstes nehme. Ich nehme PUBG. Das ist Als ein Game. Spiel. Ja, Was ist ich das? weiß, der kennt auch Fortnite. Was? Der Was kennt ist das für, was ist das Fortnite. für ein Quatsch? Nein. Nein, 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 Ist das für ein Quatsch? nein, Das ist ein nein, Spiel. nein, ja, nö, 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 ja, nö, 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 ja. Nö. War schon eigentlich. Team Fortress. Sentry Buster. Ich habe Unrecht. Okay. So, jetzt bin ich dran. Nee, wir Das ist machen's. ja ein Spiel, was ist ein Quatsch, also sorry. Achso, es geht noch weiter, oder was? Ja. Okay, komm, mach du. Kommt er nicht drauf? Weil es ein Spiel ist, du lass dir dann, du musst dir doch einen Namen, es geht um eine Person. Okay, gut, das machen wir dann am besten. Das Das kann kommt ich. auf ein Spiel. Also seid mir nicht böse, aber. Ey, es gab wirklich Leute, die das mit Fortnite gemacht haben, da hat das wirklich auch. Ja, aber Doch. das ist ein völliger Schwachsinn. So, ich weiß aber überhaupt nicht, wen ich mal nehmen soll. Ich nehme Shroud. Ist denn das schon wieder? Ach, das ist der Fortnite-Spieler, ne? Nein. Shroud doch, da hast Das du der gesagt, der hat spielt. mal. Der Der. hat mal. Der Was spielt ist nicht der, der hat das PUBG. beste Aim? Ja, eben. Aber nicht in Fortnite. Also auch in Fortnite, sagen wir es so. Bei den meisten Shootern eigentlich. Nö. Nö. Ja. Boah. Ja. Ja, Wahrscheinlich. also, natürlich hat er was damit zu tun Nö. gehabt. Ja. Nö. Ja. Nö. Ist deine Figur ein Mensch? Nö. 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 Ja. Hat er, glaube ich, mal. Nö. Ja. Ja. Nein. 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 Weiß ich nicht. Shroud! Hat er wirklich hinbekommen? Okay, Fulltime-Streamer! Job! Fulltime-Streamer! so ich nehme jetzt Rantanplan. Kenn ich nicht. Rantanplan, das ist Bin ich. der Hund von Lucky Luke. Okay, schon mal nicht mehr.
Ja gut, also Rantanplan ist ein männlicher Hund. Ja. Hat Rantanplan jemals gesprochen? Das kann ich jetzt noch nicht mal sagen. Ich weiß es nicht. Nein. 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 Ja. Rantanplan! Leck mich! Unglaublich. Ah, hast du alles erraten? ja. Oh. Okay. Speedy Gonzales, merke ich Nein, jetzt nein, sowas. nein. Ich Ich nehme jetzt einfach mal komm, ich nehme jetzt voll schwierig irgendwie. Das ist total, okay, trotzdem, okay. Pass auf. Ich nehme jetzt Dieter Bohlen. Weil die nicht redet. Ja. Nö. Ja. 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 Nö. Ja. Ja. Das ging sehr schnell. 864.000 Mal. So, und ich mache jetzt Speedy 84.000. Gonzales. Nochmal. Nein. 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 Ja. 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 Nein. Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Ja. Leck mich. Leck mich. Scheiße. Was? Als ob. Okay. Ich denke mir jetzt mal einen Namen aus, der nicht. Okay, gut. Ich glaube, das wird ziemlich schwierig. Boah, das ist richtig schwer. Ich nehme mal jetzt irgendeinen Deutschen. Ich nehme jetzt mal. Kennt der Akinator Trimax? Das ist so krass, ne? Ja, sofort immer nur mit YouTubern und DJs und so weiter. Gut, dann halt nicht, wenn du es Doch. so möchtest. Doch, Dann mach. halt nicht, dann mach mal Doch, Mark mach. Forster. So, ja.
Ja. Ja, du hast auf Nein geklickt beim ersten. Nein, habe ich nicht. Doch, du hast Ja gesagt und auf Nein geklickt. Ja. Nein. Ja. Nö. Ja. Nö. 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 Nein. Musiker in der Bundesliga tätig. Nein. Nein. Ja. Keine Ahnung. Was weiß ich? Nein. Ja. Weiß ich nicht. Ein Rückensegel. Wie kommst du darauf, dass er ein Rückensegel haben soll? Uff. Hat deine Figur viel Geld? Bestimmt. Nö. Vorname oder Nachname? Soll ich ja oder nein klicken? Ich würde es. Hä? Ja, schwer. Wahrscheinlich. Ja, das war der vier Buch. Der denkt jetzt halt, keine Ahnung. Mark Forster hat jetzt nicht vier Buchstaben. Hat deine Figur an Deutschland den Superstar teilgenommen? Nein. Ist das nein? Ja. Nö. Keine Ahnung. Ah! Du hast recht. Ja, also ich würde noch sagen, eine letzte So, Runde. eine letzte Runde. So, und jetzt nehme ich eine deutsche Ringerlegende rein. Und dann gucken wir mal Wen? den Alexander Leipold. Und dann gucken wir mal, ob er den findet. Jetzt bin ich spannend. Also, für die Leute, die ihn nicht kennen, mehrfacher Weltmeister, Europameister, Deutscher Meister, Olympiasieger und am meisten bekannt durch. Das ist auch so verrückt, das muss man sich mal überlegen. Am meisten, also was der alles erreicht hat in seinem Leben und am meisten bekannt ist er durch Let's Dance geworden. Das ist schon echt traurig, ja. Ist halt kein Fußballer. Naja. So, ist deine Figur weiblich? Nein. Wohnt deine Figur in Deutschland? Ja. Wurde deine Figur durch YouTube berühmt? Nein, durch Let's Dance. Was? Ist deine Figur berühmt? Ja. Nein. Ja. Ja. Es ist ein Fußball. Jetzt gleich erstmal Fußball. Ja, ist älter als 40. Ja, Ja, er war. war Bundestrainer. Er Ja, war war. Also sag Bundestrainer ja. und er ist Trainer, ja. Durchaus. Nein. Nee. Nein. 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 Trifft man deine Figur auf einer Bühne? Eine Ringerbühne, ja. Ja, was ist für eine Frage? Wahrscheinlich, sagen wir mal, wahrscheinlich so. Wiegt da? Nein! Ja, der würde mich umbringen, wenn ich das sagen würde. Nein. Hat deine Figur einen langen Nachnamen? Nein. Heißt ja ein langer Nachname. Hat deine Figur etwas mit Tieren zu tun? Nein. 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 Ja, der Probleme. Kennst du deine Figur aus dem Fernsehen? Oder? Aus dem Fernsehen? Ja gut, er war im Fernsehen gewesen, Let's also. Dance, sag mal jetzt, sag mal Er ja. war im Fernsehen gewesen, aber kennen tue ich ihn jetzt nicht aus dem Fernsehen, aber gut, dann komm, sagen wir mal ja. Ist seine Figur durch Boxen berühmt geworden? Na, jetzt geht er schon ins Boxen rüber. Hat das was mit Autos zu tun? Er kommt nicht drauf, ist krass. Nein. Bürgermeister, nö. Ah! Alexander Leipold ist Günther Jauch. Ich habe Unrecht. Ich habe Wollen wir Unrecht. fortfahren? Fortfahren. Mal gucken, ob er drauf kommt. Ist deine Figur ein Fernsehmoderator? Das ist krass, ne? Schon länger in der Politik. Naja, gut, er ist ja ein bisschen. Aber ist nicht Polit. Na, und schon gar nicht länger. Hat deine Figur ihre Ah. Karriere beendet? Ja. Ein Tennisspieler? Nein. Blaue Sachen.
Unterschiedlich, oder? Hat deine Figur etwas mit Eis oder Kälte zu tun? Nein. Ist deine Figur. Nein. Steht deine Figur bei WWE? Nein. Aber wir kommen schon langsam. Das ist jetzt Wrestling. Ein Kampfsportler, ja, kann man so sagen. Kommt. Nein. Ja. Ja. Nein. Nein. Ja, er ist weltberühmt. Also den kennen die Leute eigentlich, sieht deine Figur. Oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich hier sage. Ja, ich würde schon sagen, dass er gut aussieht, oder? Also ja, also so ist echt. Trägt deine Figur Handschuhe? Nein. Ja, schon Alter, du hast wieder. dann zu fünf Mal gesagt. Nein, da kommt, das ist krass, ne? Er kommt nicht drauf. Er kommt nicht drauf. Ist seine Figur weiß gekleidet? Weiß gekleidet. What the fuck? Kann deine Figur Deutsch? Ja, er lebt in Deutschland. Er kann auch Deutsch, ja. Hat deine Figur einen Sohn? Ja. Ist deine Figur ein Wrestler? Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Also Wrestler, Ringer. Man das jetzt so. Nee. Ja, Wrestling heißt ja im. Ich weiß jetzt ja, wie es ist. Es ist. Wrestler, Ringer, Ringer, Wrestler, das ist schwer zu sagen jetzt, weil im Englischen heißt Wrestler Ringer. Ja. Ja, Ja. sag mal, sag ja. Ich sag mal wahrscheinlich. Hat deine Figur eine Tochter? Nein, hat er nicht. Ist deine Figur schon mal mit nacktem Oberkörper fotografiert worden? Keine Ahnung. Mit nacktem Oberkörper? Das weiß ich nicht. Dunkles Haar. Ja, kann man so sagen, ne? Ein Flöten. Was? Wie kommt er denn jetzt vor? Frank Wienecke, wer soll denn das sein? Aber wir sind schon hier beim Ringen. Guck mal. Wir sind schon beim Ringen. So, jetzt, aber jetzt, Frank Wienecke ist jetzt. Ey, jetzt. Von hohem Rang in. Ja. Ja. Hat auch schon Geschenke gebracht, ja. Wahrscheinlich, sag wahrscheinlich. Aber es ist Quatsch, also. Ja, das ist ja Blödsinn, also, sorry, bringt deine Figur dir Geschenke? Ich meine, ja, klar, aber das ist ja. Kennst du deine Figur aus dem Fernseher? Ja, den gibt's auch im Fernsehen. Kennst du deine Figur persönlich? Ja, ich kenne sie auch persönlich. Besitzt deine Figur Waffen? Nein. Etwas mit Mittelaltermärkten zu tun? Nein. Hat deine Figur etwas mit Medizin zu tun? Nein. Hat deine Figur Olympischen Spielen teilgenommen? Jetzt kommen wir der Sache schon näher. Hat deine Figur? Hat Nö. der Name deiner Figur? Nein. Ist deine Figur klein? Nö. Kann man so nicht sagen. Trägt deine Figur. Schon wieder. Trägt deine. Mit Tieren? Nein. Ist deine Figur berühmt? Ja. Ist er älter als Nein. 50? Nein. 46. Sag sowas nicht hier. Glaube ich. 46, 45 oder so, oder 40. Also auf jeden Fall über 40, aber unter 50. Ich glaube auch, dass er unter 50 noch Er ist, ist ja. unter 50. Trägt deine Figur eher männliche Kleidung? Was Ja. ist denn los mit diesem Ist Akitano? deine Figur älter als 35? Wurde deine Figur in Ostdeutschland geboren? Nein. Ist deine Figur ausländischen Ursprungs? Nein. Nein. Nein, wir sind doch schon längst aus dem Fußball raus. Nein. Nein, auch kein YouTube. Telekinetische Kräfte. Nein, ich weiß nicht, ob er es hat. Seine Ja, das hatten wir schon. Spricht deine Figur mit dir? Komm, dann machen wir jetzt mal hier Nein, weil sonst kommt er ja total ins. Das denkt er ja, das kann ja gar nicht sein. Ich glaube, der checkt, der kommt da nie drauf. Also machen wir mal, als würde ich ihn jetzt nicht kennen. So. Kommunist! Nein! Nein, er ist auch nicht durch Disney. Kommt deine Figur aus Schweinfurt? Nein! Hat deine Figur blonde. Sag mal, das haben wir doch schon geklärt. Nein! Andreas Tölzer, wieder. Aber ey, mit dem habe ich mich schon mal fotografieren lassen, ne? Was? Mit dem war ich schon auf dem Foto. Mach Das weiter. Foto kann ich dir sogar zeigen. Ist ja krass.
An wen denkst du? Ja, schreiben wir das mal. Oh Gott. Ah, nee, okay, sieht man nicht. Doch, man hat's gesehen. Gehen wir zurück, gehen wir zurück. Nein, nein. Man hat's gesehen. Man hat's gesehen. Nein. Guck. Nein, doch nicht. Gesehen. Alexander Leipold. So, was war da mal? Johanna Leipold. Den Namen. Ja. Ja, ich bin nur. Tim Leipold, Fußballspieler. Was? Okay. So, ja. Mhm. Okay. Sie haben mir eine Falle gestellt. Nee, ich habe keine Falle. Aber ich habe. Aber das ist schon traurig. Also, sorry. Es ist schon wirklich traurig. Rantanplan wird erkannt. Ja. Und deine DJs und was weiß ich was und ein Weltmeister, Olympiasieger, Europameister und so weiter im Ringen, deutscher Nationaltrainer im Ringen wird nicht erkannt. Ne? Ja. Ist eigentlich traurig. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr gerne freuen. Bis dahin und tschüss.